Für unseren vollelektrischen E-Worker haben wir hier die Arbeitsbühne und heute wollen wir euch zeigen, wie die angeschlossen und betrieben wird. Das ist alles ganz einfach. Jetzt mache ich schon mal die Parksteckdose frei. Ihr nehmt den Korb einfach auf, müsst nur noch vorne den Stecker von der Bühne am Gerätestecker einstecken. Ihr braucht keinen Schlüssel, ihr braucht in der Kabine nichts umstellen, einfach nur auf Start stellen und schon könnt ihr loslegen. In der Kabine müsst ihr nur die Zündung anmachen, dann könnt ihr schon im Korb einstellen. Das war's schon. Das ist voll easy, was? Das ist voll easy, ja. Man muss überhaupt nichts machen. Ja. Fast nicht. Ein großer Schritt in die Bühne. Das Anschließen der persönlichen Schutzausrüstung nicht vergessen. Das Aufnehmen der Bühne ist genauso wie bei allen anderen Geräten. Aber die Bedienung ist weitaus einfacher. Stopp und Start für den Arbeitskorb. Hupen, wenn Gefahr droht, umschalten zwischen Armsteuerung und Fahrbetriebssteuerung, Notstoppschalter, Notabsenkung und wir können sogar die Neigung des Korbes hier oben verändern, sollten wir mal irgendwo im Gelände stehen. Zum Start braucht ihr nur einmal diesen Schalter drehen und dann könnt ihr schon losfahren. Ihr könnt den Ausleger bedienen und die Maschine von hier aus fahren. Ganz einfach. Wichtig ist, dass ihr den Stecker erst verbindet, wenn ihr mit der Bühne wirklich arbeiten wollt. Eine Besonderheit ist, dass die kleine Plattform hier keine Lastabschaltung, keine eigene Gewichtsmessung braucht, weil man eh nicht mehr einladen kann als erlaubt. Was ich gut finde, ist tatsächlich, dass man hier über den Joystick fahren kann, aber nicht über den Joystick lenkt. Also man fährt, aber lenken tut man über die Knöpfe. Ja? Damit kann man wesentlich präziser lenken. Und der Knopf hier oben, der ist dafür da, um die Lenkung immer wieder in die Mittelstellung zu bringen. Das heißt, nach dem Augenblick festhalten, fährt die Maschine immer geradeaus. Das ist doch cool. Ich finde das total einfach gemacht. Ja, auch so ein. Ja, habe ich auch gedacht, aber er müsste ein bisschen längeren Ausleger haben. 6 Meter sind schon arg kurz. Ja, aber dann wäre die Maschine wieder größer, oder? Also, ja, natürlich. Ja. Erst habe ich gedacht, warum haben wir die Lenkung nicht auf den Joystick gelegt, aber wenn du jetzt die ganze Zeit so lenken müsstest. Das wäre voll. Ja, das, ja ganz genau. Du müsstest halt immer, oder? Genau. Und so kannst du schön lenken, ja. Loslassen. Wo es beim Dieselmotor alle so interessiert, ja, was für ein Motor das ist, ist es beim Elektromotor jedem völlig egal. Glaube ich nicht. Elektromotor ist Elektromotor. Eigentlich Qualitätsunterschiede gibt es da bestimmt auch, aber keiner fragt dann irgendwie, ja, von welcher Marke ist es, ein Bosch-Motor? In unserer E-Worker-Serie werden wir euch noch viel mehr Sachen über unsere Maschinen erklären. Zum Beispiel über den Akku, wie er benutzt und geladen wird. Freut euch drauf.